Hey ho, let's go und willkommen bei meiner Terraria Hardcore Challenge, die ich jetzt ausgerufen habe. Ihr könnt natürlich entscheiden, ob ihr jetzt Hardcore oder Middlecore spielen wollt. Ich werde für beides eine Wertung machen. Ich möchte aber natürlich zu den Besten gelten und natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen und spiele mit meinem Radioactive Man auf einer großen Welt, natürlich im Hardcore-Modus. So. Dann werden wir es auch gleich mal sehen. Ich werde das Ganze auch so ein bisschen Tutorial-mäßig verpacken. Deshalb, was gibt es natürlich als erstes zu tun? Wir brauchen Holz. Holz ist immer der Grundrohstoff bei Terraria schlechthin. Es gibt nichts Wichtigeres, gerade für den Anfang. So, ich markiere mir auch den Spawnpoint immer mal gerne so ein bisschen, damit ich weiß, das ist so der Karteneinstiegspunkt. Da habe ich mir auch schon was ganz Interessantes für ausgedacht. Aber jetzt hacken wir erstmal Holz. Und bauen hier mal ein bisschen den Berg ab. Es ist sehr wichtig, dass ihr am Anfang, wenn ihr den Guide nicht einfach so ziellos durch die Gegend wandern lassen wollt, dass ihr da so ein bisschen Schutz baut. Deshalb habe ich jetzt den Berg da auch so ein bisschen abgebaut, damit der da nicht hochspringt. Die springen nämlich nur eine gewisse Höhe hoch. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie viele Blöcke das sind. So, die Sonnenblumen, die nehme ich mir auch mal mit. So, und aus diesem Grund, weil ich die NPCs gerne schon so in einer gewissen Gegend habe, baue ich mir da jetzt so eine kleine Guide-Wall praktisch, damit er da nicht durch kann. Jetzt bleibt er immer schön in seinem Bereich, in der Nähe des Spawnpunktes und wandert nicht ziellos in der Gegend rum. Und so muss ich ihn auch später nicht suchen. So, aber es geht immer noch darum, Holz zu sammeln. Was auf jeden Fall sehr wichtig ist, gerade im Hardcore-Modus, wenn ihr wirklich am Leben bleiben wollt, seid sehr vorsichtig. Ihr müsst euch die Welt wirklich untertan machen. Ihr müsst gucken, dass gerade wenn ihr in die Minen geht, dass ihr die so ausbaut, dass ihr da jederzeit wieder rauskommt. So, gerade solange ihr keinen Magic Mirror habt, ist das sau wichtig. Gerade die Minen und Höhlen und sowas halt mit Wooden Planks auszustatten. Also diese Holzbretter, wo man durchspringen kann. So, und ich hack jetzt hier immer noch Holz. Das ist sehr aufregend. Naja, aber das ist Terraria. Ich hoffe, es machen noch wesentlich mehr bald mit. Also einen für den Hardcore-Modus habe ich schon. Wie gesagt, ihr könnt auch im Middlecore mitspielen. Da gibt es aber dann eine eigene Wertung drüber. Aber auch das ist okay. So, als einzige Bedingung stelle ich aber, dass wenn einer drauf geht, er bis dahin die Folgen erstmal hochlädt und dann erst weiterspielt. Das macht das Ganze dann so ein bisschen unbequemer, wenn man drauf geht. Außerdem muss ich die Punktewerte noch mal ein bisschen abändern. Aber das steht alles in den Channel News. So, ich begrade mir auch gerne die Hügel, damit ich so schöne gerade Flächen habe. Genau, und Stein. Stein ist auch so mit einer der wichtigsten Anfangsrohstoffe. Gerade weil man den Ofen daraus bauen muss. Und sich auch, ja, die Hütten, die sehen einfach auch besser aus, wenn man so ein bisschen Stein noch mit reinarbeitet. Das werdet ihr später aber auch noch sehen. Mittlerweile das Prinzip der Baumfarm habe ich so ein bisschen eingefroren, kann man sagen. Weil ich das jetzt mittlerweile so mache, dass ich ab einer bestimmten Stelle die Bäume einfach nachpflanze. So, deshalb hacke ich die hier auch einfach ab, weil ich da später noch was drauf bauen will. Gerade die mir das Ganze wieder noch so ein bisschen. Die Kante kommt auch noch weg, genau. So. Genau. Das überbaue ich jetzt mit so Wooden Planks, damit ich da schnell immer wieder drüber gehen kann und baue mir dann so eine kleine Treppe runter. Das mache ich seit neuestem sehr gerne,
einfach auch um die Gegend zu sichern. So weiß ich, ich kann da jetzt immer hochspringen und komme schnellstens da wieder raus, falls da irgendwas ist. Oh, und das Eisen, das nehmen wir uns natürlich auch mit. Klare Sache. Also die ersten Rohstoffe, die ihr auf jeden Fall braucht, ganz wichtig, ist Holz, Stein und Eisen. Der Rest ist erstmal uninteressant. Ja, Stein kann man vielleicht auch noch schleifen lassen ein bisschen, aber zumindest für den Ofen und für ein paar andere Sachen braucht man Stein auf jeden Fall. Vielleicht auch für Pfeile, deshalb ist Stein nicht ganz so schlecht. Aber auf jeden Fall Holz und Eisen. Eisen ist mit das Wichtigste überhaupt zu Anfang, weil man den Amboss daraus bauen muss, weil man die erste gute Waffe aus Eisen sich bauen kann, das Broadsword, was wesentlich mehr Schaden macht und wesentlich schneller in der Angriffsgeschwindigkeit ist als so ein blödes Holzschwert oder so ein Kapperschwert, ein Kupferschwert, was keinen Sau braucht. Keine Ahnung, warum die das überhaupt mit reingenommen haben. Naja, auf jeden Fall Eisen ist so mit der allerwichtigste. Weil wenn ihr eine komplette Ausrüstung habt aus Eisen, das heißt im besten Fall mit Rüstung, alle Werkzeuge und die Waffe, könnte man schon weiter durch die Gegend latschen. Also der Erkundungsradius erhöht sich ja dann. Weil zurzeit jetzt mit so einem Kupferschwert sollte man nicht allzu weit durch die Gegend latschen, schon gar nicht nachts. Weil die Dämonenaugen, die tauchen jetzt in Schwärmen auf, die einen umfliegen, und dann mit so einem Kupferstichschwert, kann man vergessen. Also guckt es euch an, wie ich es mache. Ich gehe langsam und ruhig vor. Ich kümmere mich erstmal ein bisschen um die Behausung, guck, dass ich erstmal ein paar Rohstoffe zusammenkriege, bevor ich da große Erkundungstouren starte und dann womöglich drauf gehe, weil ich dazu voreilig war. Oh, das ist schon mal eine ganze Menge Stein, was ich mir da am Abholzen bin. Unten sind so viele schöne Slimes. Ja genau, die Slimes, die haben eigentlich auch den ersten wichtigen Rohstoff schlechthin, das ist das Gel, weil man da den auch so vielseitig einsetzen kann. Für Sticky Bombs, für Fackeln, gerade für Fackeln ist der am wichtigsten. So, das Stein nehmen wir uns auch noch mit. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Challenge ankommen wird. Ich hoffe, dass ich da bald mehrere Spieler sehe. Na, auf jeden Fall. Mit den Wooden Planks ist das ein sehr guter Trick, sich halt diese Treppensysteme zu bauen. So weiß man immer, ich habe eine Stelle, da komme ich schnell wieder hoch. Das bietet auch ein bisschen mehr Sicherheit. Oh, da habe ich Cobweb gesehen. Das wird natürlich auch noch direkt mitgenommen. Das mit den Betten hat sich jetzt im Übrigen auch wesentlich erschwert, da man da jetzt auch auf jeden Fall schon Eisen braucht, nämlich um sich die Sawmill zu kaufen, also die Sägebank oder die erweiterte Werkbank. Das war nicht ganz so gut. Ja, legen wir uns jetzt mit den ganzen Slimes an und gehen wahrscheinlich noch drauf. Ich habe noch einen Pilz dabei, zum Glück. Du Sack, du. So, jetzt wird die Treppe da noch ein bisschen erweitert, damit ich auch von hier unten problemlos da immer hochkomme. Wunderbar. Die Höhle ist abgesichert. Oder gecheckt. Jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Holz mit. Und es wird auch langsam dunkel. So, und ab hier fange ich auch an, die Bäume nachzupflanzen. So weiß ich immer, dass da, wo ich einen Baum weggenommen habe, da auch ein neuer Baum entsteht. Es gibt keinen Platzmangel, weil die Bäume standen ja eh schon da. Ja, und so brauche ich halt einfach nur in die Richtung zu gehen und weiß, ich finde auf jeden Fall irgendwann auf einen Baum.
Und die Ahornkost, die kriegt man eigentlich mehr, als wie dass man die Bäume abfällt. Von daher hat man da auch immer ganz gut von mit im Inventar. Wollte ich sagen. Sau, du! Au! Au, au, au! Blöder Sack, du! Ich glaube, jetzt habe ich keine Pilze mehr. Genau, oben links sieht man jetzt auch die Anzeige. Die Heilungs-Downbuff-Anzeige, so wie ich sie nenne. Nämlich in 24 Sekunden können wir erst wieder ein Heilungsutensil zu uns nehmen. Sei es ein Heiltrank, sei es ein Pilz, sei es was auch immer. Ist natürlich schon heftig geworden jetzt, gerade dann im Hardcore-Modus, weil man dann pro Minute nur einen Heiltrank benutzen kann. Ich hoffe, ich finde genügend Band of Regeneration. Die werde ich später bei, gerade bei den Bosskämpfen, boah, wenn ich an Skeletron denke, oh, dann schwand mir jetzt schon Übles. Also da werde ich auf jeden Fall genug von brauchen. Aber es gibt ja auch noch extra Buffs für Defense und das kann das Ganze noch ein bisschen ausgleichen. Auch da gibt es einen Regenerationstrank für ein paar Minuten. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unseren Start hier komplett abgesichert haben. Unseren Startpunkt. Weil ihr könnt das schon so ein bisschen sehen, das ist ja eine raue neue Welt, die ihr jetzt bewohnbar machen müsst für die ganzen NPCs und so. Ja, ihr seid praktisch der König eures Königreiches. Je besser ihr das Königreich absichert und je besser ihr euch dann natürlich drin auskennt, umso besser kommt ihr auch darin klar. Oh, und es wird gleich dunkel und ich habe immer noch kein vernünftiges Schwert, noch nicht mal ein Holzschwert. Ich glaube, ich gehe mal lieber wieder zurück. Und ein paar Fackeln wären auch mal nicht schlecht. Oh, eine Dayblume. Es gibt jetzt auch ziemlich viele neue Pflanzen, die dazugekommen sind, die man jetzt auch anbauen kann. Da werde ich später eher mein Augenmerk drauf richten, dass ich wirklich jede Pflanze, die es im Spiel gibt, irgendwie durch eine Farm anbaue. Das ist auch noch so ein Ziel von mir, so ein persönliches Ziel praktisch. Deshalb, das wird auf jeden Fall, ich glaube, das erste Terraria-Let's Play, das jemand gemacht hat, das über, auf jeden Fall weit über 100 Folgen werde ich damit hinkriegen. Wenn nicht sogar 200. Mindestens. Nur hoffe ich, dass es dann noch spannend bleibt. So, der Guide, der stellt sich natürlich auch immer genau gerne auf den Spawnstein, so wie ich den nenne. So, jetzt ist es Nacht und ich fange gerade erst an, meine Hütte zu bauen. Das war ein bisschen unklug, ganz genau. Ich hätte ein bisschen früher nach Hause gehen sollen. Naja, dafür wird es jetzt umso spannender. Genau, einen Ofen nehmen wir uns noch mit. Mal wenigstens schon ein bisschen Licht hier. Oh, da kommen schon die ersten Zombies. Na super, und ich habe hier... Oh meine Güte... Und ich habe immer noch das Kupfer. Oh meine Güte, ich hatte doch gerade noch ein Holzschwert, aber das ist im Inventar. Aber auf die Sterne muss man jetzt natürlich auch extremst aufpassen, weil einmal getroffen war es das. Die richten ja immer noch die gleiche Menge Schaden an. Jetzt kommt mal her, Zombies, boah, das Schwert, das ist so ätzend. Ja, wahrscheinlich voll stumpf. Ja, da kann man dann nicht mal eine Dose mit öffnen. Schweige denn ein Zombie. So, Holzschwert. Wo ist es? Nee, Steine. Oh, da kommt schon wieder ein Zombie. Die Außenwände, die links und rechts liegen und so weiter, die mache ich gerne mit Stein. Die Decken und Böden mache ich gerne mit Holz. Oh, Hase, hau mal ab da.
Ein blödes Dämonenauge. Komm her. Ja, hau bloß ab, du blödes Viech. Komm ja nicht nochmal hier rein. Ja, ist es denn? Du blödes Viech, hau ab! Zum Glück hatte ich noch einen Pilz. Ich sollte mir echt mal das Holzschwert jetzt zulegen. So, jetzt machen wir es hier erstmal ein bisschen dichter. Damit hier nichts reinkommt. Einen Tisch brauchen wir auf jeden Fall auch. Zwei Stühle. Eine Tür, definitiv. Und ein Holzschwert, genau, endlich. Also ich muss gestehen, ich vertone das gerade nach und wenn ich mir gerade so beim Spielen zugucke, ist da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Wieso habe ich denn jetzt noch einen Ofen gekauft, obwohl ich noch einen Ofen habe? Okay. Okay. Oh, ich könnte meine Punkte schon mal zusammenzählen. Das sind auf jeden Fall 20. 420. Ja. So, den Tisch dahinter. Wunderbar. Passt doch alles. Vielleicht ein bisschen eng. Und das ist schön zu sehen, wie der Guide auf dem Startkästchen steht und sich da nicht wegrührt. Deshalb die erste Hütte, die man eigentlich baut, ist für den Guide. Weil, wie ich finde, die erste Hütte, die baut man ja auch mit Stühlen und Tischen, da kommt aber kein anderer NPC, weil der Guide ist ja schon da. Deshalb werde ich das auch so handhaben, dass ich erst die ganzen Hütten für die NPCs baue, weil ich die alle wirklich in einer eigenen Hütte und so weiter haben möchte. Und ganz zum Schluss, wenn alle NPCs da sind, dann baue ich mir meine Hütte. Weil dann weiß ich auch, dass in meiner Hütte kein NPC rumrennt oder halt spawnt. So, was mache ich denn jetzt? Okay, das wird jetzt erstmal hier wieder abgebaut. Soweit es geht. So, dann bauen wir das hier mal auf. Und eine Tür hatten wir auch noch dabei, genau. Zack, haben wir jetzt schon mal einen Zugang. Auch cool finde ich, dass sie die Icons jetzt alle überarbeiten. Auch die Tür hat ein neues Aussehen gekriegt. Au, 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 das ist gefährlich. Und jetzt voll komplett im Dunkeln. Ja, super. Also ich sehe gerade nichts. Ich denke, euch wird es genauso gehen. Wo ich gespielt habe, habe ich noch zumindest etwas gesehen. Aber irgendwie wird das durch das Schneiden dunkler. Oder Fraps nimmt das irgendwie komisch auf. Schön finde ich jetzt auch, dass bei dem Bogen die Munition unten drunter steht, als kleine Zahl. Und dass es jetzt auch für die Munition ein eigenes Fach gibt, so wie für die Coins. Oh Mann, das sind aber echt viele, ey. Einfach mal länger. Ja, und tschüss.
Aua! Blödes Auge. Oh, Linsen. Linsen sind von Anfang auch immer ganz gut, weil die einem die erste coole Sonnenbrille oder die normale Brille verschaffen. Okay, ich sollte hier mal ein paar Fackeln aufstellen. Auch die Geschwindigkeit vom Hammer haben die erhöht. Was ich auch sehr schön finde, das hier wird man später noch sehen. Deshalb kann man jetzt eigentlich auch recht gut bauen, gerade so die Hintergrundwände immer abzubauen, das war immer so ein Grauen. Kommt immer näher. Ah genau, und der Schaden ist jetzt auch anders geworden. Man macht manchmal weniger Schaden, manchmal macht man mehr Schaden. Also das variiert auch bis zum kritischen Schaden. Was ich auch sehr cool finde. So, damit der Guide mir da jetzt nicht aus der Tür springt, wenn es Tag wird. Ich will dann nämlich noch eine Etage drunter bauen. Hau ich das Ganze jetzt hier erstmal weg. Das wird so meine Grundhöhe für die Stadt auch später. Komm her, du blöder Zombie. Oh, und es wird langsam Tag. Sehr schön. Ich komme mit dem Dämonenauge angeflogen. Auch noch ein paar auf die Augen. Auf die Linse. Also in der Nähe von der Spawnhütte ist man eigentlich auch relativ sicher. Man kann sich schnell zurückziehen. Das sollte man eigentlich handhaben wie bei Minecraft. Weil das ist jetzt wirklich so, wenn man weiter vom Spawnpunkt weggeht, also da zum Beispiel, wo die Hasen nicht mehr rumhüpfen, das ist die weniger friedlichere Zone, da kommen die Augen nämlich dann auch in Schwärmen und sowas und da wird es dann schon gefährlich. Also haltet euch anfangs bestenfalls nur in der Gegend auf, wo halt auch wirklich Hasen rumlaufen. Gerade wenn ihr noch keine vernünftige Ausrüstung habt, da kommen noch nicht so viele Gegner. Tag, herrlich. So, dann bauen wir uns mal hier ein bisschen durch. Ich wollte eine Etage hier drunter setzen. Der Guide geht da munter lustig durch die Gegend. Oben hüpft ein Hase, so soll es doch sein. Wie ihr später auch sehen werdet, sind auch ziemlich viele neue Items hinzugekommen. Toiletten gibt es, Badezimmer gibt es. Es gibt ein Fass, an dem man sich Ale, also Bier zapfen kann. Das einem aber einen negativen Buff gibt, was ich nicht verkehrt finde. Ja, jetzt sieht man auch, dass man mit dem Hammer sehr schön arbeiten kann. Wenn ich da noch an früher denke, meine Fresse, das war eine Arbeit. Zack, zack, tschüss. Aber jetzt mache ich eigentlich schon einen groben Fehler, weil am Tag sollte man die Gegend erkundschaften, in der Nacht kann man bauen. Deshalb werde ich das wahrscheinlich auch gleich abbrechen und dann erkunden gehen. Ein Bunny, wie süß.
deshalb durch die Bunnies und so weiter haben die eigentlich alles jetzt so wirklich in so Gebiete aufgeteilt. Es gibt dieses Startgebiet, wo die Bunnies halt rumlaufen. Da ist es weniger gefährlich. Dann gibt es außerhalb die Oberfläche, die ist dann schon ein bisschen gefährlicher. Dann gibt es den Dschungel. Dann gibt es das Dungeon. Dann gibt es die drei Layer von der Höhe her. Es gibt ja einen Top-Layer, Middle-Layer und einen Bottom-Layer. Dann ganz unten als vierter Layer sozusagen die Hölle. Dann gibt es oben noch die Fluginseln. Und so weiter. Also es ist jetzt richtig schön in so Gebiete aufgeteilt. Und ich werde mich wahrscheinlich auch als erstes in den Dschungel begeben, bevor ich mich in irgendein Korruptionsgebiet oder sowas wage. Aber das wird sich dann zeigen. Okay, jetzt baue ich hier dummerweise doch noch weiter ab, obwohl ich eigentlich erkunden gehen sollte. Naja, aber ihr könnt es ja besser machen. Und es mir dann zeigen. Ach, das Abbau macht so Spaß. Wunderbar, wunderbar. Ach, ist das herrlich. Das gibt auf jeden Fall genügend Schmutzblöcke im Inventar. Und ich möchte den NPCs auch wirklich jedem eine eigene vernünftige Behausung bauen. Das heißt nicht einfach nur einen Kasten mit zwei Stühlen und einem Tisch. Nein, die kriegen von mir alle ein Badezimmer mit Toilette, bla bla bla, eine Mülltonne draußen, wo die ihren Müll reinwerfen können, Schlafzimmer und so weiter. Also ich mache es mir da nicht sehr einfach, denn ich möchte ja den Titel der beste Terraria-Spieler der Welt haben. So, jetzt habe ich es gecheckt, dass ich jetzt lieber erkunden sollte, als die ganze Zeit oder den ganzen Tag damit zu verschwenden, am Haus rumzubasteln. Vor allem, weil es ja eigentlich sicher ist. Dem Guide kann ja jetzt eigentlich wenig passieren. Der ist da eingesperrt, der kommt da auch nicht raus. Für den Anfang passt das dann schon so schon mal ganz gut. Und hier seht ihr jetzt auch, dass da die ganzen Bäume schon nachgewachsen sind. Deshalb ist die Baumfarm eigentlich jetzt meine komplette Oberfläche. Also den Tipp kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr einen Baum fällt, pflanzt direkt einen neuen. Deshalb habe ich auch oben die Axt immer neben den Archons, sodass ich mit dem Mausrad nur hin und her switchen muss, damit das schnell geht. Und so wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr immer genügend Holz habt. Und so könnt ihr euch da auch immer mal entscheiden. So einen Tag nehmt ihr halt die rechte Seite, erkundet die, fällt da alles nieder, am nächsten Tag dann die linke Seite. Und so wisst ihr dann schon, wenn ihr die linke Seite gemacht habt, ist auf der rechten Seite eh schon wieder Bäume, weil die wachsen ja eh relativ schnell. So, ein Pilz. Das ist doch schön. Könnt aber ein bisschen Sand oder ein bisschen Glas vertragen. Könnte ich mir wenigstens schon mal die ersten Heiltränke basteln. So, den nehmen wir auch noch mit. Aber ja klar, dass du hier drauf springst. Aber du kommst nicht hoch. Nee, ich komme lieber runter zu dir. Boah, den Hasen gekillt, dafür kill ich dich. So, die nehmen wir auch noch mit. Holz ist gerade ein bisschen Mangelware. Deshalb, da gebe ich euch auch noch einen Tipp. Geht niemals ohne Holz eine Mine runter oder in die Höhlen runter. Denn ihr braucht auf jeden Fall Holz, gerade zu Anfangs für die Wooden Planks, damit ihr da auch ja schnell wieder rauskommt. Sonst könnt ihr das nämlich knicken, wenn auf einmal zig Gegner um euch stehen und ihr habt keinen geeigneten Fluchtweg. Also ihr müsst echt immer gucken, gerade im Hardcore-Modus, dass ihr immer einen Fluchtweg habt, wovon ihr ausgehen könnt, dass der sicher ist.
So, da haben wir unsere erste Höhle auch schon gefunden. Ich traue mich fast gar nicht reinzugehen. Ja, aber wir werden mal sehen, was sich darin befindet. Da kommt uns schon ein Slime entgegen. Aus dem Dunkeln der Tiefen. Oh, 12 Schaden kritisch habe ich den gerade auf den Latz gedonnert. Ah, 6, das ist der Durchschnitt. 7, okay, 6. Ah, boah, jetzt habe ich aber Schaden gekriegt. Das ist nicht so schön. Zack. Ich hau die weg. So, geht doch. Schauen wir mal hier ein paar Fackeln auf. Machen ein paar Vasen kaputt. Was werden wir finden? Okay, da oben sehe ich aber Eisen. Das ist schon mal ganz gut. Das werden wir uns gleich auch noch holen. Kupfer ist jetzt nicht so wichtig. So, okay, wo geht's da hin? Noch mehr Vasen. So, das ist mir schon zu hoch. Da gehe ich jetzt lieber erst nicht weiter runter. Wir gucken erstmal weiter, vor allem will ich das Eisen da oben haben. Denn wo ein Eisenvorkommen ist, sind vielleicht manchmal auch noch mehr. Nicht immer, aber teilweise. So, jetzt begrade ich mir das Ganze hier mal ein bisschen, damit das auch ein bisschen sicherer ist. Das genauso. Hier machen wir auch noch alles gerade, wunderbar. Dann kann er mal ungenau das Kupfer, das nehmen wir jetzt doch noch mit. So, hier machen wir uns auch noch ein bisschen gerade. Den Stein nehmen wir uns auch noch gerne mit. Denn mit dem Stein habe ich noch was ganz Interessantes vor. Damit kann man nämlich jetzt sehr schön den Spawn-Startpunkt verschönern. Dann wird es auch zu einem legendären Spawn-Punkt, der nur einmal benutzt wurde, im Endeffekt. Ich hoffe, dass ich weit kommen werde mit einem Leben. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. So, den Stein nehmen wir hier auch noch mit. Stein ist immer wichtig. Würde man mal so viel Eisen finden, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber Stein ist immer eine gute Sache. Ob als Baumaterial oder für Pfeile im zweifelsfreien Fall, wenn man sonst nichts anderes hat, was man draus machen kann. So. Jetzt komme ich da aber so nicht mehr hoch. Ich hätte auch noch Woodplanks im Inventar gehabt. So, und schon habe ich eine schöne Treppe, wo ich jederzeit hoch kann. Ne, einen Pfeil verschießen wollte ich nicht. Seht ihr, wenn das jetzt eine gerade Fläche gewesen wäre, hätte ich den Schaden gerade nicht bekommen. Deshalb, ich kann es ja mal wieder sagen, macht euch gerade Fläche. So, das sieht doch schon mal hervorragend aus. Den Slime nehmen wir noch mit. So, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Ich möchte natürlich schon noch gerne wissen. Ah, perfekt abgeschützt. Zack. Und hoch geht's. Also ohne solche Treppensysteme mit den Wooden Planks käme ich gar nicht klar. Deshalb, also ich finde sie überlebensnotwendig. So, da mache ich mir jetzt erstmal eine Barriere hin, damit da Gegner erstmal nicht so leicht mich stören können, während ich das Eisen hier abarbeite.
hier mal so einen kleinen Durchgang. Zack, machen das zu. Dann sind wir auch von der anderen Seite ein bisschen abgesichert. Den Stein nehmen wir uns natürlich auch gerne mit. Oh, da ist auch noch Eisen. Haha, hervorragend. So, ich möchte hier natürlich direkt einen Durchgang haben, so komme ich entweder über den Berg zurück oder halt unten rum zurück, je nachdem, was gerade wichtiger ist. Weil ihr müsst auch bedenken, wenn ihr oben rum geht, habt ihr Dämonenaugen, wenn ihr unten rum geht, habt ihr nur Zombies. Das ist eher unwahrscheinlich, dass ihr dann auf ein Dämonenauge trefft, wenn ihr unten rum gehen würdet. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr euch immer solche Fluchtmöglichkeiten baut, ne? Um dann halt auch wirklich sicher zu sein. So, sortieren wir uns noch mal ein bisschen das Inventar. Wir haben schon einiges zusammen. Zwei Linsen haben wir auch für die Brille. Wunderbar. Bauen wir dann als nächstes direkt mal. So. Zack. Und so kommen wir hoch und ganz schnell auch wieder runter. Den Stein nehmen wir hier natürlich auch noch mit. Den können wir immer gebrauchen und es wird auch langsam wieder dunkel. Und dann kommt jetzt natürlich von links ein Slime, das war so klar. Irgendwie erkennt das Programm, wenn man sich eine Barriere baut. Und schickt die Gegner dann halt von der anderen Seite. Und von links kommen die ganze Zeit jetzt Gegner, von rechts aber nicht ein einziger. Schon wieder einer. Das darf echt nicht wahr sein. Naja, spring du mal weiter. Aber da du eh nur zwei Schläge brauchst, nehme ich dich halt gerne mit. So. Genau, da müssen wir natürlich auch schnell hochkommen. Wunderbar. Das gleiche hier auch. Zack. Und guck mal erst kurz. Oh, da kommt schon direkt die nächste Hülle. Okay, dann gucken wir uns die auch noch an. Und ich denke mal, dann gehe ich wieder zurück, weil es wirklich dunkel wird. Alles abmähen, absenden. Oh, oh, ich sehe nichts. Oh, eine Kiste. Das passt ja. Oh, und den Spear. Yeah, der ist natürlich sehr gut. Gerade nachts gegen Zombies. Eine hervorragende Anfangswaffe. Bin ich natürlich sehr froh darüber, dass ich die gekriegt habe. Cool. Jetzt können wir uns nachts wenigstens schon mal ein bisschen durch die Gegend trauen, weil die Zombies hier sind jetzt mit dem Speer sind die kein Problem mehr, weil man die eh vor sich her treibt, egal ob es 10, 20, 30 sind. Das Einzige, was einem da noch Probleme macht, sind halt die Dämonenaugen, die man mit dem Speer nicht so gut trifft. Da sollte man schon eher auf entweder Pfeil und Bogen setzen, oder wenn es halt nur Dämonenaugen sind, kann man die auch mit dem Holzschwert machen noch. Aber Eisenschwert ist auf jeden Fall die erstbeste Waffe, die man auf jeden Fall kriegen kann. Damit kann man sich schon gut zur Wehr setzen und halt auch mal ein bisschen größere Abenteuer in Angriff nehmen. Aber man braucht natürlich jede Menge Eisen dafür. Und da man aber jetzt auch schon ziemlich viel Eisen braucht für die ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel Bett und so weiter, braucht man jetzt natürlich noch mehr Eisen. Deshalb ist das jetzt wirklich so für den Anfang der wichtigste, wirklich allerwichtigste Rohstoff, den es überhaupt gibt in diesem ganzen Spiel. Für den Anfang ist Eisen wirklich das Wichtigste. Und ich glaube, daraus kann man auch die ganzen Badeutensilien und sowas dann noch machen, was natürlich auch immens viel Eisen nochmal frisst.
Okay, Speer. Okay, gegen die Slimes auch nicht wirklich gut zu verwenden. Ja. Na, obwohl, ja, das war nicht schlecht. Aber man muss sich auch mit dem Speer erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Da kommt ein Zombie. Leckeren Heiltrank erstmal eingepfiffen. Aber das ist jetzt was Schönes. Da ich jetzt hier eine gerade Fläche habe, kann ich einfach gegen die Wand deunen und das war's. Oh, schön Eisen, wunderbares Eisen. Ist das schön. Das ist echt herrlich. So, das machen wir dicht. Das hauen wir noch ab. Das Kupfer nehmen wir uns auch noch mit. Da unten wandern schon Zombies durch die Gegend. Also die sollen mich ruhig mal in Ruhe lassen. So, das bisschen Stein hier nehmen wir auch noch mit. So, und dann machen wir uns mal so langsam wieder auf den Weg nach Hause. Den Baum nehme ich aber auch noch mit. Der sieht so ein bisschen blöd aus hinter der Barrikade. So, die Zombies kommen natürlich hier hoch, das war ja klar. Ich mit dem Holzschwert, obwohl ich einen Speer habe. Ich bin sehr intelligent. Da kommen wir auch noch her. Ein paar Fackeln wären aber echt nicht schlecht. Zack, genau. Dann sieht man wenigstens auch mal was. Da machen wir uns mal ein bisschen so eine kleine Holzwand vor. Dann hat das so ein bisschen Style. Da machen wir uns auch noch eine kleine Fackel hin. Da sind schon genug Fackeln drin, aber auch genug Monster, so wie ich gerade sehe. Da auch noch so eine kleine Brüstung. Zack, hau ab, du blödes Auge. Jetzt sehe ich wieder so gut wie gar nichts. Danke. Oh, 14 Schaden mit dem Holzschwert, nicht schlecht. Ich sehe nichts mehr. Okay, aber ich schlag auf das Auge ein. Das sehe ich noch. ich müsste hier wirklich ein paar mehr Fackeln aufstellen. Ich merke das schon. Okay, jetzt schießt mit Pfeil und Bogen auf die Dämonenaugen. Da sieht man schon, das haut ein bisschen mehr rein. Da werden sich gerade nur 10 Schaden. Okay, das haut natürlich jetzt richtig rein mit dem Speer. Hergestellt. Zack. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Licht, das ist ja nicht auszuhalten. Du Arsch, du! Komm her! Direkt ein paar aufs Maul. So. Auch schon wieder ein Dämonenauge. Aber erstmal den Zombie hier kalt machen. Aua! Aua! Danke. Der Heiltrank war genau richtig. Ah, ich muss langsam mal wieder rein in die Wohnung. Es ist ein bisschen zu gefährlich hier draußen, auch mit Speer. Zack. Außerdem will ich gucken, ob ich mir aus dem Eisen jetzt was Schönes basteln kann. Da sind wir wieder, getrautes Heim, Glück zu zweit. Lassen wir das so? Ne, lassen wir nicht, lassen wir das so. Ne, auch nicht, machen wir das so. So. Jetzt kommen wir
kann man auch hoch, wunderbar. Und auch wieder rein. Und der Guide hängt immer noch an seinem Spawnpunkt rum. So wie es sein soll. So, ja, die Flasche und die Pilze, da können wir auch bestimmt noch Heilpunkte draus machen. Da kann man so eine Sonnenbrille draus machen. Ja. So, was brauchen wir denn jetzt? Zum einen vielleicht erstmal das ganze Zeug hier in Barren umwandeln. Amboss, definitiv, klare Sache. Genau, und zwei Statuen. Ein Copper Brick, genau. Da habe ich auch was ganz Besonderes mit vor. Ja, eine Vase, genau. Und zwei Blumentöpfe, die können wir uns auch noch mitnehmen. Aber die Tiki Torch, genau, die sind auch neu. Finde ich, die sehen auch voll genial aus. Eine Tiki-Torch setze ich mal genau auf den Startpunkt und eine mal hier daneben. Aber den Startpunkt, den will ich noch verschönern, und zwar mit diesen tollen Statuen, die es jetzt gibt und die dazu einfach super genial passen. Zack. Der legendäre Startpunkt. Und damit der legendäre Startpunkt auch wirklich ein legendärer Startpunkt wird, mache ich da gleich noch was anderes raus. Genau, jetzt brauche ich erstmal das Zeug, aber das gehört sich eigentlich nicht hier rein, weil das soll einfach nur der reine Startpunkt bleiben oder Startraum, wie man es nennen mag. So, was machen wir jetzt? Das bauen wir nochmal eben ab. Gleich das Treppenhaus hin. Der Guide sieht natürlich jetzt richtig cool beschützt aus zwischen seinen zwei Statuen da. So, 5 Breiten müssten reichen. Treppengeländer eigentlich meistens immer 5 breit, weil man dann an den Seiten dann noch runterspringen kann. Aber im Haus, die Treppenhäuser, die mache ich sowieso ganz anders. Da kommen gleich noch so Nebenstufen dran, damit das einfach ein bisschen mehr Style hat. Nämlich diese. Zack, 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 zack. Und schon sieht das aus wie ein cooles Treppenhaus. Da bauen wir dann auch noch dran. Holz haben wir noch, das ist gut. Und man merkt jetzt auch, ich glaube, mit Verstreichen. Also je mehr Tage verstreichen, umso mehr Monster kommen nachts auch irgendwie. So, dann haben wir die Erde hier noch weg. Dann dürfte die Nacht auch bald rum sein.
jetzt schon Tag. Jetzt war eigentlich genau wieder der Zeitpunkt, an dem man erkunden gehen sollte. Aber das macht ja Spaß, wunderbar. Also seitdem die Geschwindigkeit hier erhöht haben, finde ich das schon wesentlich angenehmer, das stimmt schon. Also früher war es wesentlich schlimmer. Irgendwelche Erdwände oder... Oh, jetzt springt er da ja doch runter. Du bist ein Vollhonk, Guide. Du solltest da oben bleiben. Da springt er da runter. Du bist suizidgefährdet oder was? Ey, Alter, wo willst du hin? Es ist zwar Tag und ich sollte erkunden gehen, nicht du. Da rennt er da raus und springt da runter, ich fass es nicht. Wofür baue ich den denn dann die Hütte da oben? Damit er dann da nicht drin rumrennt oder wie? Du bist echt ein Honk. Ja, ja, komm du nochmal an hier. Und jetzt betrübelt gucken, ja? Das haben wir gerne. Und jetzt kommst du wieder angeschlichen. Ja, weil ein grüner Slime mit dir hinterherjagt, ne? Klare Sache. Schon musst du jemanden den Arsch retten, dann bist du wieder hier, ne? Jetzt mache ich erstmal hier dicht. Dann kannst du erstmal schön hier drin bleiben. So, den Spawnpunkt, den hast du dir ja versaut. Da willst du ja jetzt nicht mehr hin, so wie es aussieht. Geschweige denn, dass du da nochmal hochkommst irgendwie. Aber wenn ich gnädig bin, baue ich dir da noch ein eigenes Treppenhaus hoch. Weil das finde ich auch ein bisschen schade, dass die NPCs die Wooden Plank Treppen nicht hochgehen. So, das wird ein bisschen eingemauert. Da kommen zwei Fackeln dran. Dann haben wir hier unten auch schon mal ein bisschen Licht. Das sieht dann direkt ganz anders aus. So, und hier mache ich meinen Werkraum hin. Da kommt erstmal dann die Werkbank wieder hin. Die Stühle und der Tisch. Zack, da ein Stuhl, ein Tisch. Noch ein Stuhl. Und die Brille, endlich, ein Defense. Woo! Oh, wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich schon? 624, okay. Da fehlt noch eine Mauer. Okay, die Vase, die stellen wir mal auf den Tisch. So ein bisschen Deko muss sein. Die Blumenpötte stellen wir mal... da hin, genau. Und einmal, ich glaube, nee, da, oder? Nee, ich weiß nicht. Ja, genau da. Da muss er hin. Bisschen akzentuieren das Ganze. Genau, eine Kette brauchen wir nämlich später auch noch für die Sawmill. Oder Sawmill. Auch ein neues Utensil, das hinzugekommen ist, damit man sich Möbel bauen kann, Bänke und Dresser und diesen schönen Webstuhl. Und an dem kann man jetzt auch Silk zu Stoff verarbeiten, wenn ich Silk mit hätte, was ich mir jetzt einfach holen gehe, aber das reicht vorne und hinten nicht für ein Bett. Brauchst du gar nicht hingehen. Da. Da kann ich aus dem Cobweb jetzt Silk machen. Das geht mittlerweile nur noch an diesem komischen Kasten da. An dem Webstuhl. Das ist das Fass für Ale, was ihr da gerade seht. Das ist der Dresser. Also eine kleine Kommode. Eine Bank gibt es jetzt auch. Zum Ausruhen. Sehr schön. Gefällt mir. Nehme ich mit. Ist gekauft. Die Bank stellen wir mal schön nach draußen. Zack. Und direkt eine schöne Aussicht. Da stellen wir noch so einen Dresser hin. Dann haben wir da noch einen Schreibtisch oder was auch immer das darstellen soll. So, hier machen wir natürlich auch noch dicht. Zack.
Da muss noch eine Tür rein eigentlich. Aber dem Guide vertraue ich ja nicht. Also wird er jetzt eingekerkert. So. Jetzt kommst du da gar nicht mehr raus. Was hast du jetzt davon? Bevor ich dich hier nochmal frei rumlaufen lasse. So, das sieht natürlich vom Hintergrund her noch ein bisschen karg aus. Außerdem können hier noch Monster spawnen. Da müsste ich auch mal ganz dringend was gegen tun. Ah, und auch wieder hatte ich meine Tiki-Fackel noch im Inventar. Baue mir aber noch eine neue. Warum auch immer. Zack. Habe ich ihm doch eine Tür gebaut. Ich bin ja gnädig. So, da kommt eine Tiki-Fackel hin. Passt gut so neben der Bank. Das spendet Licht. Und spendet Gemütlichkeit. So. Jetzt haben wir hier einen Balkon. Da wird der die Balkontreppe kommt dahin. So, da baue ich mir das hier noch so ein bisschen aus, genau, und so. Da noch 5 dran. Dann haben wir einen schönen Abstand und ich kann auch hochspringen. So, dem Guide muss ich aber nachher die Tür noch zu meißeln, sonst kommt der da tatsächlich noch raus und springt dann da wieder runter und kommt dann nicht mehr zurück. Den Stein nehmen wir uns noch mit. Der steht da gerade so rum. Jetzt geht er nicht raus, Guide. Bleib ja vor der Tür stehen. Bring mich nicht zur Weißglut. Ich bin hier ganz easy hier Rohstoffe ab. Bauen. Also reg mich nicht auf. Ja, ja, bleib schön von der Tür. So ist es brav. Oh, da war sogar noch ein bisschen Eisen. Hervorragend. Da unten ist noch ein bisschen Stein. Steinwände für den Hintergrund. Das frisst noch ordentlich Stein. Da ich jetzt 2 Statuen gebaut habe, das hat mich 200 Stein gekostet, bin ich da jetzt ein bisschen in Verzug. Deshalb muss ich jetzt leider erstmal Stein abbauen und das ordentlich. Weil ich möchte ja eine vernünftige Behausung haben und zu einer vernünftigen Behausung, finde ich, gehört einfach ein Steinwand. Das ist einfach stabiler, rustikaler, das sieht einfach nach was aus. Und deshalb wird es auch so gemacht. Und ein Hase kommt mich besuchen. Ach, wie süß. Also ich finde das richtig schön, dass ihr das wirklich auch so weiterentwickelt. Es gibt viel mehr Sachen, die man sich in die Wohnung stellen kann. Man kann die Gegend wirklich richtig schön ausschmücken. Da dürfte jetzt mittlerweile für jeden was dabei sein. Na, du kleines Häschen. Nun guckst du mir zu, wie ich am Hacken bin. Oder soll ich dir folgen? Folge dem weißen Kaninchen. Aber ich bin doch hier gerade so am Hackeln. Jetzt geh mal weg, da sonst hacke ich dich auch kaputt. Oh, fällt es jetzt runter? Tatsache, fällt runter. Oh, ist das kleine Haus runtergefallen. Und jetzt hoppelt er langsam wieder nach oben. Aber kommst nicht mehr raus. Bist gefangen in der Grube.
Und da kommt ein grüner Slime. Da kommt mich aber auch besuchen, wie es aussieht. Oder der riecht den Hasen. Boah, kommt der da runtergerutscht, der Sack. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir brauchen Stein. Wir brauchen Stein. Wir brauchen Stein. Ach, ist das schön. Den Stein hier nehmen wir noch mit und dann gucken wir mal, ob das für die Wände dann reicht im Hintergrund. Schon wieder ein Hase. Hier scheint es hier unten aber zu mögen. Ich meine, die verstecken sich ja auch immer in Höhlen. Ich jetzt eine kleine Hasenhöhle gebaut hier, so dass ich da wieder nicht rauskomme. Ja, machen wir das ja auch mal so. So, dann kommen wir auch rein und wieder raus. Und der Hase wahrscheinlich auch. Genau, die haue ich jetzt erstmal zu, damit der Geiter auch nicht raus kann. Der hat jetzt Hausverbot. Den Copperbrick, den setze ich auch mal direkt ein. Zack. Daran kann man natürlich erkennen, wie weit man schon fortgeschritten ist. Also ich bin jetzt schon im Kupferzeitalter sozusagen. Später kann man sich dann noch Silber aus Gold machen. Ja, das sieht doch mal cool aus. Da noch eine Fackel. Sehr schön. So, aber jetzt die Wände. Kann man Kupfer draus machen, okay. Starter brauchen wir erstmal nicht, das frisst zu viel Stein. So, ich brauche noch Grey Brick. Um daraus Grey Brick Balls zu machen. 248, das dürfte erstmal reichen. Dann wollen wir da oben mal anfangen zuzumachen. Obwohl so schön die schwarze Staturen auf schwarzem Hintergrund, das sieht natürlich nicht so klasse aus. Nichts anderes für Red Bricks. Und da kann ich Red Brick Walls draus machen. Gucken wir uns doch die mal an. Na gut, jetzt muss ich jetzt alles erstmal wieder abhauen. Zumindest die Statuen erstmal. Die Tiki-Fackel und die Statue. Ah, das geht richtig schön schnell. Zack, 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 zack. Also schwarz auf schwarz, das sieht natürlich nicht so schön aus mit den Statuen. Da will ich jetzt einfach mal Akzente setzen.
gucken wir uns das Ganze nochmal an. Das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Hm, und jetzt habe ich schon keine mehr. Hm, aber ich würde sagen, wenn, dann mache ich die ganze Wand in dem Stock so. Oder Zombies oder sonst irgendwas rein, dann ist der Guide wenigstens schon mal abgesichert. So, Fackeln wieder dran. Sonst haben wir hier kein Licht. So geht's ja nicht. So, dann machen wir jetzt hier mal dicht. Quatschen. Auch das Crafting-Menü, was der Guide jetzt inne hat, finde ich saugeil. Man tut da einfach irgendeinen Rohstoff rein, den man gefunden hat, und der sagt einem genau, was man daraus machen kann. Ich weiß gar nicht, ob der auch die Geräte anzeigt, die man dafür braucht. Ich glaube, das muss man noch selbst rausfinden. Und da habe ich auch, glaube ich, noch nicht längst alle durch. So, dann sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen bewohnbarer aus. Kann man es doch stehen lassen. Erstmal. Da kommt auch noch ein Stumpen dran. Und noch ein paar Fackeln. Oben auch noch zwei Fackeln. So. Und nun. Was machen wir nun? Was können wir denn noch machen? So, sortieren wir hier nochmal ein bisschen und schmeißen nochmal, genau, wir haben ja noch eine Kiste. Die tue ich mir aber hier hinten hin. Da kommen meine Edelsteine rein. Oder meine Edelbarren. So. Alles schön seine Ordnung. Die machen wir erstmal leer. Und ich habe jetzt auch gerade gesehen, es gibt jetzt einen Knopf, dass man alles aus der Kiste direkt rausnehmen kann. Warum ich den jetzt nicht gedrückt habe, entschließt sich auch meiner Logik. Aber beim Spielen habe ich es wohl nicht so direkt gesehen. Ja, da haben wir unseren Spawnpunkt schon wieder erneuert. Sieht doch richtig schnieke aus. So, da haben wir jetzt auch noch eine Kiste. Da können wir den ganzen kleinen Radar reintun. So, die brauche ich noch. Das ist eher Baumaterial. Die Erde tun wir mal da rein. Die braucht kein Mensch. Die tun wir mal da drauf. Dahin, die Linsen da, die Pilze da, okay, die Flaschen brauche ich noch.
Ja, kommen nämlich alle mit. So, Kopfwerk tue ich da mal rein. Die Waffen. Holz lasse ich im Inventar. Zill brauche ich eigentlich auch nicht. Hau ich auch eins mal rein. So. Die Dellblumen tue ich auch wieder rein. Und die Sterne. Da tun wir nochmal eine Flasche drauf, so als Deko. Und müssen wir auch noch eine drauf tun, so. Dann können wir uns die ersten Heiltränke selber mal zusammenmixen. Wunderbar. Und die Wohnung sieht doch schon richtig schnieke aus, muss ich echt sagen. Also mir gefällt das richtig gut. Und so will ich natürlich auch die ganzen anderen NPC-Hütten dann aufbauen, sodass jeder eine richtige schöne Villa hat. Die Leute sollen sich ja freuen, dass sie hier bei mir wohnen dürfen. Und die sollen auch was dafür kriegen. Und nicht einfach nur eine blöde Einzimmerhütte. Da will auch kein Arsch drin schlafen. Geschweige denn, bis bei den meisten ja noch nicht mal ein Bett. Gut, zur Zeit muss der Geist zwar auch noch stehen. Aber auch das wird sich ändern. So, den Berg hier, den hau ich mir auch erstmal nochmal ab. Den will ich nämlich auch nicht haben. Dann bauen wir hier direkt mal so ein Stückchen runter. Dann gucken wir mal, dann baue ich mich jetzt hier durch den Berg erstmal durch. Praktisch der nächste Raum kommen und dann machen wir hier mal eine Tür hin. So. Noch eine Tür. Wunderbar. Bauen wir direkt ein. So, jetzt haben wir schon einen Geheimgang. Hauen wir noch so ein bisschen die Erde weg. Damit das nicht ganz so überladen aussieht. Und nun noch eine Tür. Genau, hier oben. So, unten kann der Guide ruhig rausgehen. Da passiert ihm erstmal nichts. Zack. So, das gibt doch direkt Stimmung. Was können wir jetzt noch machen? Den Stern auf jeden Fall erstmal holen. Zack. Und den Pilz. Oh, komm her, du blödes Auge. Ich mach dich fertig. Und zack, und zack. Oh, noch ein Pilz. Hervorragend. Zack. Noch eins auf die Linse. Zack. Dann habe ich meine Linse gekriegt. Oh, aber Sterne. So, gucken wir mal hier weiter. Obwohl das mitten in der Nacht zu machen ist ein bisschen riskant. Aber ich liebe ja das Risiko. Und wir bauen uns hier noch ein bisschen Stein ab. Schwer zu spielen kriegen, genau. So schaut's man aus. Ah, da unten sammeln sich jetzt schön viele Zombies. Die werden wir gleich mal schön mit dem Speer malträtieren.
Und da kommt Eisen. Das ist das richtig? Ja. Oh, gar nicht mal wenig Eisen. Oh, und da auch noch ein bisschen Kupfer. Das nehmen wir uns natürlich auch mit. Auch wenn wir es nicht brauchen. Also irgendwas werden wir es bestimmt noch brauchen. Und zack. Ja, dann hauen wir uns hier noch ein bisschen durch, nehmen den Stein da noch mit. Schließlich müssen wir eine ganze Stadt hochziehen, das kostet Ressourcen. Ein eigenes Königreich sogar. Schöne kleine Höhle. Machen hier unten noch so ein bisschen Durchgang frei, damit man hier schnell durchfliegen kann. Oh, wie viele Zombies da warten. Alle auf meinen Speer, den könnt ihr jetzt gerne mal zu knacken bekommen. Oh, zack, zack, zack. Yeah, also der Speer ist für Zombies echt sauber. So, und es wird auch schon wieder Tag. Oder es ist schon wieder Tag. Könnten wir doch jetzt eigentlich mal weiter erkunden und nach ein bisschen Sand oder sowas Ausschau halten. Zack, zack, zack. Ich mache die halt immer gern drei breit und am dritten mache ich so runter. So weiß ich, dass ich mich da auch runterschmeißen lassen kann. Oh, Kupfer nehmen wir noch mit. Manchmal verbirgt sich in der Nähe auch Eisen. Aber das war jetzt wahrscheinlich nicht so. Check. Dann wollen wir doch mal gucken, was es hier noch zu entdecken gibt in diese Richtung. Ja, auf jeden Fall Dayblumen. Und Dayblumen Seeds. Oh, viele Dayblumen. Okay. Oh, noch eine Höhle. Okay, wir graben uns das hier ein bisschen. Oh, das ist zwar noch Eisen gewesen. Ich dachte, das wäre zuerst Stein. So, dann hier auch noch ein bisschen. Den. Den. Ah, passt das doch schon wieder. Den nehmen wir uns auch noch mit. Dann bauen wir uns da ja auch noch runter. Den Stein nehmen wir auch noch mit. Stein kann man immer gut gebrauchen. Ja, dann bauen wir uns hier runter. Hopp. Und komm her. Zack. Copper Coins. Mal sehen, was gibt's denn hier zu holen? Oh, da geht's schon wieder tief runter. Da gucke ich lieber an der Oberfläche noch mal ein bisschen weiter. Und suche erstmal Sand. Aua! Oh, sind das viele Pilze. Das war keine schlechte Idee, lang zu gehen. Wenn wir denn auch noch Sand finden würden. Zack. Du auch. Zack, zack. Zwei. Zack, zack. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Gegner auch unterschiedlich Schaden machen. Da habe ich jetzt so. Oh, Sand. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, die machen immer den gleichen Schaden. Aber Sand ist sehr schön. Dann haben wir schon mal die erste Wüstenregion gefunden. Da werden wir uns jetzt eifrig noch ein bisschen was von abbauen. Das ist nämlich die grundlegende Ressource für Heiltränke. Also die viertwichtigste nach Stein, Holz und Eisen kommt Sand. Gerade für die Flaschen. Und halt auch für die ganzen anderen Tränke. Braucht man Sand.
Und da ich jetzt so richtig schön viele Pilze gesammelt habe und ich bestimmt auch noch genug von diesem Gel habe, kann ich mir noch ein paar Heiltränke zusammenbrauen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Auch die Einfärbung so von dem Interface im Inventar gefällt mir auch ganz gut. Boah, sind das viele Slimes. Aber das sieht man direkt wieder. Da kommen die Gegner jetzt auch in Schwärmen, weil hier die Hasen nicht mehr rumhüpfen. Weil es ist ja schon ein etwas gefährlicheres Gebiet, dass ich mich jetzt hier begeben habe. So, dennoch, zack und weg. So, genügend Sand haben wir jetzt erstmal. Dann gehen wir mal wieder zurück. Die Höhlen, da trauen wir uns erst später rein. Also ohne Eisenschwert gehe ich da eigentlich nicht sehr weit rein. Nur so oberflächlich. Weil da die Slimes auch schon ein bisschen mehr aushalten. Ich meine, die heftigeren Gegner, die kommen ja eh erst später. Ja, ich liebe die Terraria-Musik. Vor allem die Dschungelmusik, die finde ich zurzeit am genialsten. Weil die echt gut hingekriegt haben. Und jedes Gebiet hat jetzt auch seine eigene Musik. Dich nehme ich noch mit. Man braucht diesmal sogar drei Hiebe. Ach, ist das schön. So weiß ich noch nicht, wie ich an die Luftinseln rankommen soll. Ich kenne keinen vernünftigen Trick, außer jetzt auf diesen Wölfe zu gucken. Aber ich kenne keinen Ingame-Trick, um die wirklich gut finden zu können. Irgendwo stand mal, dass da, wo die Bäume ganz hoch wachsen, da müsste es auch eine geben. Aber sicher sein kann man sich da ja nicht. Ja, ist das schön. So, jetzt haben wir die rechte Seite eigentlich schon komplett abgegrast. Es wird langsam auch mal Zeit, die linke Seite sich ein bisschen vorzunehmen. Was ich bestimmt als nächstes tun werde. Aber erstmal will ich gucken, was ich mir aus dem Eisen noch so schönes basteln kann. Ah, aber erstmal gehe ich noch hier hin und mache irgendwas. Was mache ich denn da? Wahrscheinlich will ich das Holz noch holen. So, jetzt seht ihr auch mal die andere Seite. Ah, nee, dann gehe ich wahrscheinlich mal gucken, ob ich da irgendwo Eisenvorkommen so auf der Oberfläche finde. Weil ich brauche Eisen. Eisen ist verdammt wichtig. Und ich empfehle es immer nur nochmal. Ohne Eisen solltet ihr wirklich nicht irgendwo hingehen. Gerade nachts nicht. Oh, Kopfwerb, jede Menge. Da können wir schon mal ein Bettchen drauf zaubern, obwohl wir es nicht brauchen. Oh. Okay, ab in die Höhle. Oder doch nicht. Ne, ich nehme den Kopfwerb noch mit. Zack. Zack. Sag ich so. Schauen wir da mal ein paar Fackeln auf. Okay, interessante Höhle mit dem kleinen Bach. See, Fluss, was auch immer. So. Okay. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen durch, damit ich hier in die Vase reinkomme. Zack, 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 zack. Und noch ein Heiltrank war dabei. Wunderbar. Oh, noch mehr Kopfweb. Sehr schön. Weil da kann man sich jetzt auch so schöne Banner draus basteln. Die voll genial aussehen.
Ne? Also, erstmal wieder abbauen. Und da drunter setzen. So sieht für mich eine vernünftige kleine Treppe aus. Mal sehen, was gibt es denn da noch zu holen? Okay, mal eine Fackel hin. Sieht aber nicht nach viel aus. Da ist noch Kupfer. Das hauen wir mal so im Springen ab. Ja, komm her. So. Und so. So, und dann grabe ich mich hier mal runter. Mal gucken, ob es da noch was zu holen gibt. Tiefen dieser Dunkelheit verbirgen. Eine Höhle, eine zweite Höhle, immerhin. Okay. Eine Höhle. Oh, und da oben ist Eisen. Und der Hase springt über in die Höhle. Ohne Fackel, ohne Licht, ohne Netz und doppelten Boden. Das ist der Duracell-Hase. Nur mit Batterie ausgestattet, springt er in die Tiefe. So, Eisen dürfte ich ja dann wenigstens schon mal fürs Broadsword haben. Die solltet ihr auf jeden Fall als erstes euch so schnell wie möglich zulegen. Sonst haltet ihr das nicht allzu lange aus. So, aber ich mache das halt wirklich, ich kümmere mich erstmal so um den Aufbau, gehe mal so ein bisschen die Gegend ab, guck schon mal, wo kann ich ein bisschen Rohstoffe klar machen. Ja. Und werde dann nach und nach die einzelnen Höhlen und sowas durchforsten und halt mir dann da auch überall noch die Treppen und sowas hinsetzen. Das wird auf jeden Fall ein riesiges Let's Play. Ich glaube, das wird sogar mein gigantischstes, was ich jemals gemacht habe. Auf einer großen Welt das Ganze alleine zu machen, das ist schon tricky und freaky. Ich hoffe, den habt ihr jetzt nicht gehört. War ein Witz von Onkel Schmitz. So, wie geht's denn weiter? Klar, ich will da links natürlich hoch. Was machen wir? Wir bauen eine Brücke. Oder wieder eine Treppe. Oder eine Brücke und eine Treppe. Wir sind ja vielseitig einsetzbar. Und Kupfer nehmen wir auch noch mit, weil wir den nicht brauchen. Genauso wie solche Sätze, dass wir die nicht brauchen, brauchen wir nicht. Es wird aber gleich auch schon wieder Nacht. Zack, zack. So, gibt es hier noch was zu holen? Da kommt schon wieder eine Höhle. Mit Cobweb. Die Höhle sieht aber gefährlich steil und tief aus. Deshalb bleibe ich da erstmal von und gucke, dass ich da auf der anderen Seite, genau, hier noch eine kleine Treppe zimmere, damit ich da schnellstens hoch und runter kann. Zack und zack und zack. Und ein Pilz, das ist sehr schön.
Ein bisschen Kupfer, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Und es wird langsam Nacht. Immer noch. Da ist noch eine Dayblume, die nehmen wir natürlich auch mit. Und da ist ein Pilz, den nehmen wir natürlich auch mit. Und da ist noch ein Pilz, aber erstmal nehmen wir das Kupfer mit. Das wir nicht brauchen. Aber das finde ich halt auch schön, dass Kupfer so von Waffentechnik und von Werkzeugtechnik halt keinen wirklichen Wert hat, weil die Waffen und Werkzeuge und Rüstungen nicht wirklich gut sind. Da setzt man lieber erstmal direkt auf Eisen. Aber zur Dekoration. Halt die Kupferleuchter, die sehen sehr stark aus. Also so gibt es trotzdem noch für jeden Rohstoff einen Verwendungszweck. Man kann sich auch die Kupfermauern machen. Das sieht dann auch ein bisschen interessanter aus in so einem schönen Orange. So, jetzt wollte ich mal testen, wie weit ich komme, wenn ich auf dem Rückweg die Bäume fälle. Aber ich glaube, auch da werde ich nicht allzu lange durchhalten. Nee, aber mal sehen. Vielleicht ziehe ich es ja durch, bis ganz zum Spawnpunkt, die ganzen Bäume abzuhacken. Und ich hatte mir dabei gedacht, nimmst du jeden Gegner mit, der kommt. Irgendwann wurde das zu viel. Zack und zack, ja. Zack und zack. Im Eimer. So, der nächste Baum und der nächste Gegner. Aber der Baum ist jetzt erstmal wichtiger, dann kommt der Gegner. Zack, jetzt wird noch und umgeswitcht aufs Schwert. Perfektion. Von der Axt auf den Akorn, Akorn pflanzen, dann aufs Schwert und angreifen. So, der nächste Baum. Hau ab. Trau dich doch, Feigling. Aha. Zack, und umswitchen. Ah, leider nicht getroffen. Das ist eine Kunst, die man dann mittlerweile beherrscht. Wenn man die Bäume direkt anpflanzt, mit der Axt die abzuhacken, auf Akorn zu switchen, den Akorn zu setzen, dann auf das Schwert, um eventuelle Gegner noch abzuwehren. Und das macht dann riesig Spaß. Und noch ein Baum. Und da kommt der nächste. Und da kommt auch schon der nächste Slime. Und von rechts und von links. Sie kesselt mich ein. Ich war umzingelt. Was sollte ich tun? Oh nein, da kam noch einer. Ich war gegnertechnisch weit unterlegen. Da nahm ich mir den Schwächsten vor. Und dann kam aber direkt neue Verstärkung von anderer Seite. Und ich wurde hart angegriffen. Oh, werde ich sie noch schaffen? Und ich ging mit dem Speer auf sie los. Zack und zack und zack. Wir sind Sparta, yeah, zack und zack und zack. So, ich glaube, danach hatte ich auch keinen Bock mehr, Bäume zu fällen und darauf zu warten, dass andere Slimes mich angreifen. Und bin dann einfach direkt ab nach Hause. Genau, weil jetzt wurde es auch schon wieder Nacht. Und das wurde mir dann ein bisschen zu gefährlich. Zack. Da hast du noch ein paar Speerhiebe mehr haben. Und da kommt das erste Dämonenauge von links. Und mit dem Speer treffe ich es natürlich nicht. Nein, ich lasse mich sogar noch runterschmeißen. Ich bin ja ein Extrem-Pro-Gamer, echt. Komm her, du Auge. Zack. Kriegst eins voll auf die Linse. Gestipst. Zack. Ein Mushroom. Und noch ein Stipser. 12 Kritischen Schaden. Coole Sache. Max, noch ein Stipser. Komm her. Zack. Und ein Zombie kommt mich besuchen. Sehr schön. Der Lutschi spitze gleich ganz ab. Mit eventuellen Körperöffnungen. Und tschüss, du blödes Dämonenauge. Okay, da gehen wir jetzt mal einfach ein bisschen schneller. Da kommen schon Zombies zu zweit. Und vom Dämonenauge lasse ich mich natürlich treffen, weil es so viel Spaß macht.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe ja eine Spielweise am Leib, das ist der Wahnsinn. Aber 14 kritischen Schaden. Schlag und das Auge ist im Eimer. So, die Hütte hat immer noch keine vernünftige Wand im Hintergrund. Ah, ich bin ein schlechter Bauherr. Der Guide steht da immer noch munter rum, kommt auch nicht raus. So, Kupfer und einiges haben wir an Eisen zusammengekratzt. Reicht es für ein Kupfer, für ein Eisenschwert? Ja! Die erste vernünftige Waffe im Spiel. Da Toiletten gibt es jetzt, einen Mülleimer. Wenn ihr Fragen habt, wie kann ich das machen oder wie auch immer, guckt einfach und gebt dem Guide einfach einen Eisenbarren ins Crafting-Menü und er zeigt euch ganz genau, was ihr daraus machen könnt und wie viel ihr wovon braucht. So, dann machen wir so ein paar rote Wände draus. Jetzt wird Lehm auch wieder ein bisschen wichtiger. So, da mache ich mir Glas raus. Aber warte mal. Kann man aus Sand nur Glas machen? Das ist nämlich das Crafting-Menü. Ja, aus Sand kann man nur Glas machen, nichts anderes. Also, oh, ein Mack. Da machen wir uns auch direkt mal einen. Dann brauchen wir zwar auch ein Fass. So, jetzt machen wir uns erstmal noch ein paar Flaschen, ein paar Heiltränke. Hervorragend. Wo ich mir eigentlich noch... Oh, eine Straßenlaterne. Cool. Die habe ich auch noch nicht gesehen bisher. Das habe ich aber auch schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Da hat sich wirklich einiges geändert. Auch mit dem Middlecore-Modus. Das ist mir auch neu. Da bin ich heute erst drauf gestoßen worden. Ich hatte mich halt auch nur gewundert bei der ersten Aufnahme, dass mein Charakter dann auf einmal gelöscht war. So, wo stellen wir denn das gute Ale hin? Das stellen wir nochmal hier direkt zum Spawnraum. So. Abzapfen so geht nicht. Nein, du musst ins Inventar und es craften. Ganz genau. Da kommt es hin. Und dann trinken wir uns mal ein Ale. Und schon haben wir einen Buff. Dadurch habe ich jetzt keine Defense mehr und weniger Fähigkeiten, so wie es sich angehört hat. So, dann machen wir das hier mal so richtig schön in Rot. Mal gucken, wie sehen denn jetzt die Statuen im roten Hintergrund aus? Da sieht schon besser aus. Da kommen wir auf jeden Fall besser zur Geltung. Oh, da war ja noch einer. Okay. So, da kann man nichts Großartiges machen. Da liegt noch ein Stern. Den nehmen wir natürlich mit. Genau, und hier das Ding bauen wir jetzt mal ab. Und da mache ich die Straßenlaterne drauf. Zack. Haha, witzig. Das sieht doch mal cool aus. Das hat Style. So, der Buff, der geht auch noch 2 Minuten. Eine Minute, jetzt noch 60 Sekunden, okay. Deshalb vom Ale trinken wird man, wie es aussieht, besoffen. So, jetzt baue ich den Berg hier erstmal ab. Ich stelle hier nochmal so ein paar Fackeln auf, damit man hier auch mal was sieht. So. Und mit dem Eisenschwert macht das so einen Spaß zu kämpfen. Es hat eine vernünftige Geschwindigkeit, es hat einen vernünftigen Anfangsschaden. Gegen alle Gegner ist es vielleicht nicht geeignet, aber gegen die Zombies, die Slimes und gegen die Dämonenaugen ist es das Schwert schlechthin. Natürlich gibt es später noch bessere Waffen, aber wenn ihr das Eisenschwert einmal habt, dann wird das Gesamtspiel schon etwas leichter. So, und ihr müsst natürlich immer vorsichtig sein, das ist die Hauptsache. Genau überlegen, was ihr baut, wie ihr es baut. Weil ihr müsst ja auch später dann noch mit der Goblin-Armee rechnen und all so ein Kram.
großartig erkunden werde ich sowieso erst, wenn ich den Händler habe, weil ich mir dann immer Heiltränke kaufen kann. Also ohne Heiltränke gehe ich gar nicht auf Erkundungstour. Aber bevor ich den Händler natürlich die Hütte baue, will ich die vom Guide perfektioniert haben. Und das kann auch noch ein bisschen sich hinziehen. Schmutz braucht man ja immer, von wegen. Also ich bin auch noch sehr gespannt, was ich demnächst bei Terraria noch alles tun wird. Vielleicht kommen sogar noch neue NPCs dazu, neue Gegner, neue Bossgegner, neue Items. Also das Spiel, das ist so variabel, da wird noch eine Menge auf uns zukommen. Zombies. Aber zuerst wird hier abgehackt. Ah, ich liebe das Eisenschwert. Zack, 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 zack. Ordentlicher Schaden. Schon gut gegen die Zombies ist der Speer natürlich besser. Aber ich wollte jetzt auch mal zeigen, dass man sich mit dem Eisenschwert gut gegen die Zombies verteidigen kann. Weil es halt wirklich eine schnelle Angriffsrate hat. Und auch dazu noch einen ordentlichen Schaden raushaut einfach. Da habe ich den nächsten Zombie. Komm bloß her, du. Steigst mal aufs Dach, wa? Ja, da haben wir ja nicht, ja, ne? Kriegst direkt mal Hammer um die Ohren gezogen. Mit einem Schaden. Na, pass bloß auf, du. Muss ich ja da nur 41 mal treffen oder so. So wie es aussieht, ist der Hammer auch ganz gut gegen die Zombies geeignet. Zumindest gegen einen. Bei mehreren sieht es dann schon ganz anders aus. So wie jetzt, da kommt der zweite und der dritte von links. Und dann greifen wir mal zum Machtinstrument gegen Zombies. Zack, zack, zack. The Unholy Sparrow. Nee, Spear. So, das hacke ich mir auch noch munter weiter. Da möchte ich nämlich gerne den Händler später postieren. So, und zack, kriegt den Speer nochmal zu spüren. Und das ist halt auch sowas, ihr müsst euch die Gegend halt untertan machen. Ihr müsst gucken, dass ihr schnell von A nach B kommen könnt, ohne große Schwierigkeiten, dass ihr eine vernünftige Stadt habt. Ich meine, ihr müsst das jetzt nicht ganz so aufbauschen, wie ich es jetzt tue, aber ich habe mir die Prämisse jetzt einfach mal gesetzt. Weil wenn ich schon Hardcore spiele, dann will ich richtig Hardcore spielen. Arbeiten mit dem Hammer, das ist jetzt so schön. Das geht ja jetzt so schnell. Juppdadi, juppdada. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön, schön, schön. So, mach doch ab. Bauen Spaß.
Na komm her, du blöder Slime, kriegst auch einen Hammer um die Ohren. Oh, bei dem machen wir sogar 2 Schaden. Immerhin nicht schlecht. Zack. Noch ein. Zack. Noch ein. Zack. Slime-Hammer-Weitwurf schießen, wie auch immer. So, der Tag ist auch gerade reingebrochen. Wunderbar. Da kann uns nicht allzu viel passieren. Mit dem ausführlichen Ausbau der Gebäude, weil ich möchte die jetzt mal wirklich vernünftig bauen, sodass die auch ansehnlich sind, möchte ich euch auch einfach zeigen, wie ihr, wenn ihr mal einen Server oder sowas aufbauen wollt, wie man eine Stadt vernünftig einfach darstellen kann. Na, damit die auch wirklich vernünftig aussieht, dann hat man für sämtliche Serverspiele einen Dreh- und Angelpunkt praktisch oben auf der Karte, wo die dann wissen, wo man hin kann. Von daher passt das dann schon mal ganz gut. Und ich hoffe, dass ich zumindest eigene Bauarten vielleicht aus meinem Video dann irgendwann mal woanders sehe. Das ist für mich eine große Ehre. So, dann hämmern wir das Ganze hier noch ein bisschen weg. Damit das auch wieder gleichmäßig aussieht. Okay, komm her, Bunny. Jetzt lass dich nicht vom Slime killen. Schieß ich gleich hinterher. Aber ich glaube, so weit ist er noch nicht geflogen bisher. Durch den Hammer. Zack. Also auch mit dem Hammer lassen sich Gegner killen. Nur so mal nebenbei. Oh, das ist aber ein Slime bei mir in der Hütte. Das gefällt mir gar nicht. Wo kommt denn der dahin? Das kann wahrscheinlich passieren, weil die Wand noch nicht ganz dicht ist im Hintergrund. So, zack, zack. Im Eimer. Jetzt haben wir uns die Gegend schon mal ein bisschen ausgearbeitet oder vorgearbeitet. Haben auch gut Lehm jetzt dadurch gekriegt. Können jetzt die Wände hier zusammenzimmern. Und ich hoffe, das reicht jetzt für den Raum da oben, weil dann haben wir die Hütte soweit schon mal dicht. So, da haben wir schon mal alles fertig. Ja, das sieht doch mit der roten viel besser aus als mit der grauen. Da kommen die Statuen wenigstens auch zur Geltung. Das sieht cool aus. Mein epischen Startpunkt, den könnt ihr natürlich auch gerne nachbauen oder euch was anderes einfallen lassen. Aber ich finde, bei einem Hardcore-Spiel, wo man wirklich auf einer Karte bleibt, bis man die ganz durch hat, da ist das schon ein ehrenvoller Punkt. Da wurde unser Held praktisch geboren. Reicht es nicht mehr ganz. Und Lehm habe ich auch nicht, aber egal. Zum größten Teil ist es jetzt schon mal dicht. Zack und zack. Also 2 Hiebe für einen grünen Slime ist echt angenehm. So kann man kämpfen. Jetzt haben wir hier eine schöne weite Fläche. Das wäre fürs Auge von Cthulhu schon mal gar nicht mal so schlecht. Auf der Fläche könnte man das Ding auf jeden Fall gut besiegen, wenn man die entsprechende Ausrüstung hat. So, dann hacken wir uns hier noch ein bisschen Stein ab. Und Lehm brauche ich auch noch, damit ich den Raum da oben fertig kriege.
zack und hau ab. So, da kommen wir gleich so einfach auf jeden Fall nicht mehr rein, hoch. Rein schon, aber nicht hoch. Haust du ab? Du auch. Stört mich doch nicht immer hier. Zack, im Flug, bam. Noch ein. Komm, noch einer. Der will auch noch abhauen. Und trifft mich auch noch. Blöder Sack. So. Du springst einfach über mir. So was geht aber ja nicht hier. Ja. Mal sehen, gibt es denn hier noch was zu holen? Erstmal nicht so wirklich. Ja, da kommt irgendwas Graues, das dürfte aber Stein sein. Okay. Das ist Stein. Nehmen wir den auch direkt mal mit. Da müssen wir ja die Steine draus machen, die wir dann einfärben können. Von daher brauchen wir auf jeden Fall noch Stein. Kommt da wieder so ein Slime angemoppelt. Und killt mich auch noch fast, oder wie soll das jetzt hier? Das war nicht ganz ungefährlich. Zack. Zack, zack. So, Treppe fertig. Zack. Zack. Oh. Und noch ein Zack. Gerade die Slimes, die grünen, ja, die mit dem Eisenschwert zu bearbeiten, das ist eine Wonne. Zwei Schläge und das war's. So, kommen wir da jetzt so hoch? Ne, kommen wir natürlich nicht, ganz vergessen. Zack, zack, zack. Treppe, wie immer. Zack, oh, und ein Mushroom, den holen wir uns noch. Super. Da sind noch Steine, die nehmen wir uns auch mal mit. Da ist auch noch Kupfer drunter. Nehmen wir uns das auch noch mit? Ja, das nehmen wir uns auch noch mit. Wo wir Eisen viel besser gebrauchen könnten. Aber trotzdem nehmen wir es uns mit. Und oh, blöder Slime, du. Noch ein Mushroom. Juhu. Ich sollte Punkte auch fürs Mushroom finden, aber die wachsen ja eh nach. Das wäre ein bisschen. So, bei der Punktewertung, ich hoffe, ihr habt das schon gesehen, gab es ein paar Änderungen. Guckt euch das Video, die Dosco Channel News vom 1. September einfach nochmal an. Ihr müsst einfach nur bei mir in den Kanal gehen, das fängt automatisch an zu spielen, die Videofolge. Da könnt ihr euch die ganzen Änderungen nochmal ansehen. Ich habe die da nochmal reingeschrieben. Auch so ein paar Tipps für Fraps, wie man Fraps am besten einstellt. Ich mache es immer auf 60 Frames per Second, Full Size, und ich mache Hide Mouse Cursor in Video. Weil wenn ihr das nicht macht, also den Mauscursor nicht versteckt, versucht Fraps den Mauscursor andauernd zu finden irgendwie. Und ist bei mir da mehrmals schon abgekackt deswegen. Weil das hier wirklich ein Ingame-Mauscursor ist und kein Hardware-Mauscursor in dem Sinne. Und bei Hide-Mauscursor interessiert Fraps den Mauscursor ja eh nicht. Weil der dann versteckt wird. So, was haben wir da noch? Kupfer. Sonst sieht das nicht nach viel aus. Da ist noch Lehm.
Lehm ist natürlich jetzt gerade mal keine schlechte Sache für unseren Spawnraum. Lassen wir aber auch erstmal stehen und kümmern uns hier um den Slime. Und darum, dass wir hier wieder rauskommen irgendwie. Zack, 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 zack. So, überschüssige Stufen nehme ich natürlich weg. Das machen wir auch noch ein bisschen weg. So. Ja, mit einem Hammer auf Slimejagd. Obwohl man Eisenschwert dabei hat, das ist sehr sinnig. Zack und zack. Tschüss damit. Das bauen wir hier auch mal ein bisschen ab, dann ist das hier auch etwas gerader. Und somit auch sicherer. So, hier wachsen jetzt auch schon schön die Bäume nach, wie man sieht. Deshalb eine Baumfarm braucht man jetzt im Endeffekt nicht mehr. Man kann sie sich noch machen, damit man so lokal hat bei seinem Spawnpunkt. Oh, die sind noch warm. Was war da unten noch? Auch noch eine Vase. Planks. Ja, da oben wollte ich ihn nicht hin haben. Den machen wir wieder weg. Und das Ding auch, das stört nur. So, da kommen wir so noch weiß hin. So, da kommen wir aber jetzt ohne weiteres nicht mehr hoch. Jetzt habe ich mir den Rückweg praktisch schon versperrt. Zumindest den schnellen Rückweg. 18 Schaden kritisch, geile Sache. Zack. So, das ist auch zu hoch. Da bauen wir uns aber auch noch ein bisschen. Eine kleine Treppe, wunderbar. Dann gucken wir mal, was es hier noch zu holen gibt. Also so Lücken von 2 Steinen irgendwo im Boden zu haben, ist ganz übel, gerade bei den Slimes, weil die sich da gerne drin verkriechen. So, mal sehen, wohin das führt hier. In eine tiefe Höhle. Nicht wirklich was Großartiges drin zu sein, außer der einen Vase. Und ich habe keine Wooden Planks mehr. Ich glaube, ich sollte auch mal langsam wieder ein bisschen Holz irgendwo einsammeln. So, das machen wir auch noch ein bisschen weg, damit das hier ein bisschen schöner aussieht. So. Und ein Mushroom. Yeah. Und ein Slime, yeah. So, das auch weg, das weg. Das weg, das weg. Die Sonnenblumen nehme ich mir mit. Zack, das weg, das weg. Das, das, zack. Noch mehr. So. Da ist noch ein Mushroom, den nehme ich auch mit. Hier ein blöder Hubbel. Zack, Slime, Geschichte. Und ein paar Daydreams. War nicht schlecht. Kann man immer gebrauchen. So. Was wird hinter diesem Hügel liegen? Die Spannung steigt. Werden wir irgendwann auf den Dungeon oder auf den Dschungel treffen? Eins von beiden.
Aber ich bin ja mal echt gespannt, gerade wo dann so ein Ding ist, das weiß ich nämlich noch mehr. Dann sind die ersten Gebiete ja auch schon mal zumindest von der Position her in Erfahrung gebracht. Und es wird dunkel. Ich sollte mich eigentlich nach Hause begeben. Aber ich habe jetzt ein Eisenschwert dabei, von daher traue ich mich das jetzt. Und noch ein. Okay, jetzt ist die Nacht eingebrochen. Und ich glaube, ich gehe auch lieber wieder zurück. Das ist mir ein Ticken zu gefährlich. Oh, und ich habe mir den Rückweg, den schnellen Rückweg. Das passiert, wenn man sich einen schnellen Rückweg verbaut. Das ist kein Scheiß, auch kein Scheiß. Ach du Scheiße. Ach du liebe Güte. Das passiert, wenn man sich den Rückweg verbaut. Ich Idiot. Die ganze Zeit predige ich das und jetzt mache ich selbst den Fehler. Zwei Herzen noch. Ich sollte einen Heiltrank trinken. Aber auf die Idee komme ich gerade irgendwie nicht. Und da sind drei Dämonenaugen. Da seht ihr jetzt, dass die jetzt voll in Schwärmen kommen. Und das kann richtig übel werden. Gerade wenn jetzt da noch Zombies kommen und was weiß ich nicht noch alles. Boah, da falle ich da runter. Ich glaub's nicht. Das wäre fast der erste Tod gewesen. Fast. So, kaum habe ich ein Dämonenei getötet, kommen auch schon die nächsten. Deshalb hau ich hier mal lieber wieder ab. Und wegen der Treppe hätte ich sie mal früher gebaut. Wäre ich fast drauf gegangen. Deshalb sage ich es euch, baut euch überall so Treppen, dass ihr wirklich schnell wieder zurückkommt. Und jetzt wenigstens nach Hause. Ich muss den Schreck erstmal verdauen. Zack. Zack. Im Eimer. Und schon kommt der nächste. Dämoneneiskor spiele ich ja immer wieder unheimlich gerne. Geht aber auch in der freien Natur, unter freiem Sternenhimmel. Die werden natürlich direkt mit dem Spieß hier massakriert. Das bringt bei denen einfach mehr. Ah, und nein, nein, nein. Oh, da habe ich einen Heiltrank getrunken. Deshalb sollte man nachts auch nicht so durch die Gegend laufen, wenn man kaum was sieht. Also da wäre jetzt ein Orb of Light nicht schlecht. Oder halt so ein Daybloom Buff. Der gibt nämlich einem auch Licht. Der Trank. Zack, im Eimer. Auch noch ein. Zack. So. Tschüss. So, und da komme ich jetzt nicht hoch. Ganz bestimmt nicht. Zumindest nicht einfach so. Also baue ich mir da jetzt erstmal einen Weg drüber. Sicher ist sicher. Und dann einen Weg hoch. Ach du meine Güte. Zwei Zombies, zwei Dämonenaugen. Nein, ich berichtige. Ein Zombie, ein Dämonenauge. Nein, ich berichtige. Kein Zombie, ein Dämonenauge. Es ist noch schade, dass man kaum was sieht. Ich hoffe, ihr seht da mehr. Ich bin aber auch schon noch nicht auf sicherem Gebiet. Also noch nicht in der Nähe von Hasen. Wie es aussieht. Da kommt noch ein Auge. Zack. Zack. Zack.
so geht das. Bleibt mir doch von der Pelle. Drei Augen schon wieder direkt. Zack, zack. Fackel gesetzt, auf Waffe umgeschaltet und direkt zugeschlagen. So muss das sein. Zack. Direkt mit dem Bogen voll in die Linse. Und jetzt kommt wieder eine Schwarmbildung. Bei den Dämonenaugen mittlerweile sehr übel. Gerade wenn man dann von beiden Seiten so eingekreist wird. Au. Man sollte beim Kämpfen sich auch ein bisschen bewegen, also zumindest von links nach rechts latschen, anstatt immer nur auf der Stelle zu stehen. Jetzt habe ich immer noch vier Augen, die fünf sind es jetzt. Jetzt sind es wieder vier, jetzt sind es drei. Jetzt sind es zwei, ne, jetzt sind es wieder drei. Wie viele kommen denn da? Kann ich den ganzen Tag hier stehen bleiben? Ich komm schon, jetzt sind schon wieder drei. Kommt direkt ein neuer, wenn ich hier einen platt mache. Da kann ich ja Linsen sammeln, wenn sie mal Linsen droppen würden. Schon wieder drei, da kommt echt immer wieder einer nach, wenn ich einen kaputt gemacht habe. Das ist wahrscheinlich hier Brutstätte der Dämonenaugen. Und jetzt kommen auch noch Zombies dazu, das finde ich gar nicht lustig. Zack und weg. Wieder zwei, aber immerhin schon mal keine drei. Doch, ich habe nichts gesagt. Und unten ist auch noch eins und vier. Aber das kommt da unten ja nicht raus. Oder? Doch, so schon. Jetzt habe ich vier. Okay, anscheinend kommen sie jetzt nicht mehr neu. Hat ja wohl gereicht. Kommen jetzt Zombies noch? Ja, da kommt schon wieder ein neues Auge. Jetzt sind es da zwei. Ich hoffe, den habt ihr jetzt auch nicht gehört. Das war jetzt ein Witz von Müller. Aber immer noch drei, jetzt ist wieder vier. Die Dämonenaugen, die finde ich schon, sind aggressiver geworden. Gerade erstmal durch die Schwarmbildung. Und die kommen hier auch ziemlich häufig. Ich weiß noch, wo ich die Folgen hatte, wo ich dringend eine Linse farmen wollte. Und es kamen keine Augen. Obwohl ich 20 Magic Candle oder was weiß ich nicht im Inventar hatte. Und mit dem Bogen. Ja, den Gnadenschuss. Ja. Sehr schön. Aber wir begeben uns jetzt langsam auf die Hütte zurück. Denn ich möchte ja sehen, ob ich mir jetzt noch was Schönes basteln kann. Aber ein paar Linsen sammeln wir auch noch, weil dann ist Auge von Cthulhu schon mal gesichert. Dann brauchen wir nur noch einen Dämonenaltar. Drei. Jetzt ist wieder vier. Also das werden nicht weniger. Sehr zugunsten unseres Linsenkontos. Frische Linsen. Oh Mann, das werden niemals weniger als vier, so wie es aussieht. Okay, jetzt sind natürlich wieder drei, aber so vier ist anscheinend deren Ausgangsschwarm. Reingefissen. Komm her, du blödes Stück. So.
Oh, ein Gold habe ich sogar schon zusammen. Also ihr seht schon, mit dem Eisenschwert kommt man sehr gut gegen die ganzen Gegner an. Deshalb ist es die First Weapon, die es gilt, auf jeden Fall so schnell wie möglich zu erhalten. Weil ihr sonst einfach keine Chance habt, gerade auch im späteren Spielverlauf. Oh, die Nacht geht vorbei. Dazu jetzt natürlich noch eine Eisenrüstung, dann wäre ich auch von der Defense her noch ein bisschen besser abgedeckt. Dann könnte man sich auch mal so ins Dschungelgebiet wagen oder ins Korruptionsgebiet, je nachdem, wo man lieber hingehen möchte. So, aber wir gehen jetzt erstmal zurück, es wird gerade Tag, das ist ein guter Abschluss jetzt. Und guck mal, was wir noch uns zusammenbasteln können aus den Rohstoffen, die wir jetzt gerade noch eingesammelt haben. Da war ja einiges dabei. Der Guide müffelt immer noch in seiner Wohnung. Der wird da so schnell auch nicht mehr rauskommen. So, dann nehmen wir natürlich aus der Kiste noch mit, was wir aus der Kiste mitzunehmen haben. Oh, aber Eisenerz sehe ich jetzt gerade, haben wir gar nicht mehr so viel eingesammelt. Und erstmal die Kupferbarren. Die Eisenbarren. Kriegen wir da eine Spitzhacke für hin? Nee, leider nicht. Okay. Aber einen Mülleimer. So, Kupferrüstung und so ein Mist brauchen wir alles nicht. Eine Mülltonne, die gefällt mir. Da weiß ich auch schon, was ich da rein tue. Die Mülltonne fungiert nämlich eigentlich auch nur als Kiste. Und da schmeiße ich jetzt meinen Dreck rein. Wird der Komposter sozusagen. Der Komposter von Froster. So, da räume ich jetzt erstmal ein bisschen um, genau. Da ich jetzt die Erde da in die Tonne schmeißen kann, nimmt mir das auch ein bisschen Platz aus dem Inventar und halt auch aus den Kisten. Haben sie sich sehr schön ausgedacht, finde ich. Das ist eine sehr gute Idee. Also da mein Respekt an die Entwickler. Den ganzen Dreck hauen wir da noch rein. Den machen wir auch noch klein. Da bauen wir uns noch ein bisschen was dran. So, ich baue mir bei den Häusern auch mittlerweile gerne ein inneres Treppenhaus, das ein bisschen schöner aussieht, so wie man es da jetzt sieht, und ein äußeres Treppenhaus. Das äußere Treppenhaus dient mir halt einfach, damit ich ganz schnell auf die hauseigenen Etagen komme, und zwar so schnellst wie möglich. Und das innere Treppenhaus ist halt nur wirklich, wenn ich im Haus unterwegs bin, dass ich dann da irgendwie halt auf die Etagen wechseln kann. Aber da ich da halt nicht schnell hoch und runter muss, mache ich mir da gerne dieses Muster rein. Das hat ein bisschen Style. Das sieht nach was aus. Da ist das nicht einfach nur so eine schnöde Treppe. Und dann passt das. So. Der Punktestand, also ein Gold sind 10.420, 15.
sehen. Ich sehe das jetzt ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall werde ich nach der Folge meinen Punktestand auch veröffentlichen, ist klar. Und dann sehen wir weiter. Genau, und zum guten Abschluss drücke ich mir noch ein schönes Ale zwischen die Kiemen. Das war ja schließlich ein anstrengender Tag heute. Aber vorher gucken wir noch mal. Nee. Was haben wir da drin? Eigentlich nichts. Dann hauen wir da den Stein rein. Genau, die Wand da oben hat noch eine Kante, die ist noch dicht. Perfekt, jetzt haben wir die Hütte auch schon mal soweit fertig fürs Erste. Da gehört aber natürlich noch ein Badezimmer, ein Schlafzimmer rein. Ganz klare Sache. Hier die Schmiede und so weiter, den ganzen Werkraum. Weiß ich noch nicht, ob ich das so stehen lasse, das wird sich zeigen. So, die hacken wir jetzt einfach mal ab. So. Ah ne, eigentlich könnte ich einen da stehen lassen. Genau, und das machen wir jetzt auch. Zack. Und unten ein. Zack. Damit ich dann wenigstens noch Licht habe. Sonst fürchtet sich der Guide ja noch. Und das Guide nicht. So, also ich drücke mir jetzt noch mein schönes Ale rein. Gleich schön auf der Bank. Und dann sage ich viel Spaß bei der Challenge. Und ich hoffe, ihr kommt genauso weit wie ich. Wenn nicht sogar weiter.